meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Goldene Weihnachten. Wir öffnen heute wieder diese 8 Adventskalender hier. Erstmal hier unseren Männer-Adventskalender, wo wir gestern den Nippel geöffnet haben. Ja, viele fragen euch wahrscheinlich immer, warum ich immer sage, mein Freund hasst den. Er hasst ihn, also er hasst den, weil da nackte Männer drauf sind. Das ist der Grund. So, deswegen darfst du heute den Adventskalender mal halten. Und, nee, du darfst sogar auch aufmachen, komm. Du darfst die 11 aufmachen, das heute, ne? Dass ein Sixpack-Muskel aufmacht. Toll. Ja, ne? Willst du Schokolade? Nee, ich hab da ganz viel Schokolade. Das darfst du essen. Oh nee, ich hasse Schokolade. Oha! Freust du dich? Nein. Bist du blind? So, jetzt den Kinder-Adventskalender. Da haben wir die 11 hier unten. Da haben wir einmal ein Mini-Kinderriegel drin. Der tolle Berlin-Vlogger Adventskalender. Hier. Oh geil, schon wieder Cookies and Cream. Ich liebe es. Ja, meine lieben Leute, hier haben wir die, ich dachte, du hast Schokolade. Hast du nicht gesagt, du hast Schokolade? So, hier, wo ist hier die 11? Ich hab die 11 gleich. Ach, hier. Hier ist es Uno Momento, ne? Oh, Karamell. Something about Christmas time. Something about Christmas. Scheiß Alexa. So, die 11. Alexa spielt immer noch nicht. Ah, jetzt spielt sie wieder. Schokolade. So, der Kalender, der hier schon fast komplett auseinanderfällt. Ach, da ist die 11. Machen wir das Ganze einfach mal so. Ja, geht einfacher. So. Oh, was ist denn das hier? So. Hier haben wir ein Shampoo drin. So, und in der Nummer 11 in dem M&M's Adventskalender ist nichts drin, weil ich keine 11 sehe. Bin ich blind oder seht ihr die 11? Sehe ich hier keine 11? Da bin ich echt zu hohl. 17 sehe ich. 21. Du hast die 11 schon aufgemacht. Warum habe ich die 11 schon aufgemacht? Habe ich dann die 10 aufgemacht? Ja, hier. Die 9? Wo ist die 9? Ah, gefunden. Ja, okay, dann habe ich den schon aufgemacht. Ist mir gerade beim Videoschneiden aufgefallen, und zwar das Türchen, das habe ich ja schon im Video davor aufgemacht. Also, ich habe das Türchen wirklich schon aufgemacht, ich habe das einfach komplett vergessen. So, und unsere heutige Illusion. Ja, das ist ein Bild von einer Katze mit einem Schneemann. Okay. Was siehst du? Nur schwarze Punkte? Hast du die Katze mit dem Schneemann erkannt? Nein. Ich sehe nur schwarze Punkte. Das ist völlig unmöglich. Das Bild besteht aus ganz vielen verschiedenen großen schwarzen Punkten und trotzdem kannst du ein Motiv sehen. Die Punkte machen das Bild unscharf und gerade durch die Unschärfe wird es ein klares Bild. Das macht überhaupt keinen Sinn, dieser Satz, aber egal. Wenn du die Augen zusammenkneifst, kannst du das Motiv sogar noch besser sehen. Ja Leute, da kneift jetzt sogar alle die Augen zusammen. Meine lieben Leute, also bei diesem bisschen Nebel hier in Berlin hat der vor uns schon die Nebelschlussleuchte an. Und was mein Mütterchen gerade gesagt hat, so nebelig ist es, weiß Gott noch nicht. Also das Freundchen da vor uns war noch nie in Thüringen.
Und damit hallo und herzlich willkommen hier im goldenen Weihnachtsprogramm, meine lieben Freunde. Wir sind gerade auf dem Weg einkaufen. Es ist heute ziemlich neblig und nass. Und wir gehen jetzt zum Hafenpark, um shoppen zu gehen. Haben schon ganz tolle Sachen gekauft und unter anderem auch Marzipankarton, weil ich liebe ja dieses Zeug. Und ich habe auch für nächste Woche finde ich gerade nicht, auf jeden Fall so einen Marzipanblock gekauft für die Bratäpfel. Ich freue mich mega, die zu machen, weil ich habe ja noch nie Bratäpfel gegessen. Die sehen immer so geil aus mit Marzipan, Mandeln und dem ganzen Zeug drin. Die müssen so geil schmecken. Meine lieben Leute, gerade packe ich Weihnachtsgeschenke ein. Einen wunderschönen guten Abend, meine Leute. Wir sind hier gerade unterwegs, mein Schwarzer und ich, und zwar zu dieser verlassenen Psychiatrie, wo der Film gespielt hat. Ich sehe gerade absolut nichts. Du hast recht, ich mache jetzt die Taschenlampe an. Oh, ich sehe halt immer noch nichts. Ja, ich sehe immer noch nichts, weil ich hier gerade von meiner Kamera angeleuchtet werde. Ich sehe alles recht. Ja. Ja, ihr seht, wir sind ja hier gerade unterwegs im Dunkeln. Ach so, habe ich schon gesagt, nein, wir gehen zur Psychiatrie. Ja, bin gespannt, ob uns reintraut. Und ja, ich nehme euch auf jeden Fall mit. Freust du dich schon, Schatz? Total. Dann kann uns ja nichts mehr im Wege stehen, ne? Ja, toll. Oh mein Gott, Leute, das ist gerade wirklich ernst. Das ist wirklich gerade richtig furchtbar. Mein Schatz hat Angst. Aber ich habe auch Angst, ich bin ganz ehrlich. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, Leute. Das, was da leuchtet, das ist nur ein alter Rollator, also alles gut. Ja, das weiß ich, den kenne ich. Ich darf nicht atmen. Okay, Leute, wir gehen jetzt erstmal nur vor die Psychiatrie und gucken. Also ich bezweifle selber, dass wir reingehen werden, aber wir werden erstmal gucken. Schatz, hör auf, mir Angst zu machen, Mann. Reicht, wenn du... Sei froh, da sind immer Fenster oder so. Aber Leute, oh mein Gott, bleib mal genauso stehen, das ist... Mega gruselig, meine lieben Leute. So sieht das Ganze aus, wenn man im Dunkeln vor dieser Psychiatrie steht. Connor zum Beispiel kennt diese Psychiatrie. Nee. Seht ihr das Leuchten? Was leuchtet? Das ist ein Fahrradreflektor. Hey, aber mach mal weg. Das sieht man auch in der Kamera. Seht ihr das Leuchten da? Mach mal Licht aus. Das ist ein Fahrradreflektor. Ja, ich habe jetzt hier Kameralicht an, deswegen. Warte, ich kann mal kurz ausmachen, dann sollte es nicht mal leuchten. Wartet. Ne. Also es liegt am Reflektor. Ja, meine Lieben. Also wir werden da nicht mehr reingehen, weil gruselig. Wir werden jetzt den kürzesten Weg da lang nehmen. Ach, dein Ernst? Mit dem ganzen Gerümpel. Ach komm. Und wir werden wieder gehen, weil, ja, gruselig. Ja, meine lieben Leute, damit beende ich auch das heutige Video. Es war auf jeden Fall sehr, sehr witzig heute. Ich freue mich schon auf morgen, denn morgen ist der dritte Advent, da werden wir die dritte Adventskerze anzünden und wieder schön spazieren. Und am Montag könnt ihr euch auch freuen, denn da werden wir Bratäpfel machen. Die ganzen Zutaten habe ich ja schon vorhin gesagt, haben wir heute gekauft. Ich freue mich mega drauf. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder zum dritten Advent hier im goldenen Weihnachtsprogramm. Ciao! Ho, ho, ho. It's Christmas time.